Ich erzähle Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass Ihr Beruf als Lehrerin, als Lehrer mit zu den anstrengendsten und herausforderndsten Berufen zählt. Denn Sie wissen wesentlich besser als ich, was es bedeutet, in diesem permanenten Sendemodus zu sein vor der Klasse und wie viel Kraft es Sie auch kostet, in dieser kontinuierlichen Geräuschkulisse Tag für Tag zu arbeiten. Und nicht zuletzt die ganzen Bemühungen um die Digitalisierung im Schulbetrieb, wie anstrengend und stressig das ist, nichtsdestotrotz natürlich auch die vielen Veränderungen und Auswirkungen von Corona und Co. mit Wechselunterricht und dauernden Ablaufänderungen in der Schule. Das alles kostet Energie, das alles ist nicht gerade nur angenehm. Und damit Sie aber dauerhaft gesund bleiben, vital, dass Sie auch am Ende einer anstrengenden Woche noch genügend Energie für den Feierabend oder das Wochenende haben, da habe ich jetzt richtig gute Nachrichten für Sie. Denn gemeinsam mit der GEW haben wir ein besonderes Achtsamkeitstraining konzipiert, speziell für Lehrerinnen und Lehrer. Und in diesem Achtsamkeitstraining lernen Sie genau das kennen, wie Sie für sich gut sorgen, wie Sie auf Dauer gesund bleiben, wie es Ihnen aber gelingt, vor allem wieder mehr innere Gelassenheit, Ruhe und Entspannung für sich zu kultivieren. Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist, Sie kommen zu uns in den Vortragsimpuls. In dem Vortragsimpuls werden wir Ihnen unsere Übersetzung von Achtsamkeit in der Arbeitswelt aufzeigen. Sie werden lernen, was es heißt, Achtsamkeit in einem pickepackevollen Tag zu integrieren. Und wir werden Ihnen natürlich alle Fragen beantworten rund um dieses Konzept Achtsamkeit im Schulalltag stark in der Schule. Dieser Vortrag, der dauert ungefähr eine Stunde, den werden wir virtuell halten, der ist live und da haben Sie eine gute Gelegenheit, meinen Kollegen Max Jakobsen kennenzulernen und natürlich auch mich, mein Name ist Justus Ludwig. Und die zweite wunderbare Möglichkeit ist, Sie nehmen an diesen vier Modulen Achtsamkeitstraining einfach teil. Und das Ganze ist so konzipiert, dass Sie an diesen Modulen von zu Hause aus teilnehmen können. Und in einer Gruppe von vielen Kolleginnen und Kollegen führen wir Sie genau durch diesen Prozess und Sie lernen genau das kennen. In den Praxisphasen zwischen den Modulen haben Sie dann jede Menge Gelegenheiten, die Inhalte, die Instrumente, die wir Ihnen in den Modulen beibringen, direkt auszuprobieren, sodass Sie nach den vier Modulen ganz genau wissen, wie setzen Sie Veränderungen dauerhaft für Ihren Alltag um. Denn das ist das Ziel bei Achtsamkeit, immer wieder auf diesen drei Ebenen zu arbeiten, Ihrer Wahrnehmung, auf der Ebene von Selbstgestaltung, also wie können Sie Veränderungen wirklich dauerhaft initiieren und auf der dritten Ebene, wie gelingt es Ihnen denn wirklich selbstverantwortlich, Veränderungen dauerhaft zu etablieren. Und deswegen freuen wir uns sehr darauf, Sie entweder beim Vortrag und natürlich auch beim Training begrüßen zu dürfen. Alle Informationen können Sie hier auch auf dieser Seite lesen und in diesem Sinne kann ich Ihnen an der Stelle nur sagen, warten Sie nicht drauf, bis sich die Rahmenbedingungen ändern, sondern fangen Sie an, sorgen Sie für sich mit der Teilnahme an diesem Achtsamkeitstraining in Zusammenarbeit mit der GEW unter dem Titel Achtsamkeit im Schulalltag stark in der Schule. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird nicht nur spannend und interessant von den Inhalten, sondern Sie werden auch jede Menge Inspiration und Motivation mitnehmen. Denn Achtsamkeit ist nicht nur sinnhaft, sondern macht richtig viel Spaß. Ich freue mich drauf und sage einfach mal bis ganz bald, Ihr Justus Ludwig.